der Schornsteinfeger, Robert Neger aus der Mohrenstraße 8. Aß so gern Zigeunerschnitzel von seiner lieben Frau gemacht. Der Schornsteinfeger, Robert Neger, machte Urlaub stets im Negertal. Fuhr manchmal auch nach Negernböte, weil es dort Verwandtschaft gab. Er spielte als Kind oft Indianer mit den Freunden im nahen Wald. Aß Negerkuss, gequetscht im Brötchen, lang ist her, heut ist er alt. Er trägt nicht mehr Zigeunerschnitzel, fährt nicht mehr ins Negertal, taucht nicht mehr nach Negernböte, weiß geworden ist sein Haar. Der Schornsteinfeger, Robert Neger, aus der Mohrenstraße 8, aß so gern Zigeunerschnitzel, von seiner lieben Frau gemacht. Er trägt heut nicht mehr Zigeunerschnitzel, fährt nicht mehr ins Negertal, auch nicht mehr nach Negernbötel, weiß geworden ist sein Haar.